Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Erik Oliver Mechler. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie man unter WooCommerce Gutscheine erstellen kann. Wer also mehr darüber wissen möchte, bleibt jetzt dabei. Jetzt geht's los. Also wie gesagt, heute geht's um Gutscheine in WooCommerce. Also loggen wir uns direkt in unseren Shop ein, in WooCommerce ein und unter WooCommerce Gutscheine finden wir die ganzen Gutscheine aufgelistet, die wir bereits haben oder die wir dann später mal haben werden. Jetzt kann ich hier Gutscheine hinzufügen oder ich kann hier Gutscheine verändern. Einfach ich fahre mit der Maus drüber, klick auf Bearbeiten, dann bekomme ich ins gleiche Menü und kann es gleich bearbeiten. Wenn ich einen Gutschein nicht mehr haben möchte, kann ich ihn unter Papierkorb auf Papierkorb klicken und er ist da drin, dann funktioniert der Gutschein auch nicht mehr. Jetzt möchte ich einen neuen Gutschein erstellen, also klicke ich hier auf Gutschein hinzufügen und dann sind wir hier im Gutscheinmenü. Als erstes muss ich natürlich mir einen Gutscheincode erstellen. Also ich mache jetzt eine Sommeraktion 2020. Dann, wenn ich viele Gutscheine habe, dann empfehle ich immer eine Beschreibung hinzuzufügen, weil ich persönlich, ich weiß, ich bin vergesslich, ich weiß dann nicht mehr, für was dieser Gutschein gemacht worden ist. Ist er jetzt für eine Person, ist er für eine Gruppe von Personen, für ein Produkt, was auch immer. Da kann ich eigentlich den Sinn und Zweck dieses Gutscheins aufschreiben und nein, andere sehen es nicht, also ihre Kunden sehen es nicht, das ist wirklich nur für sie intern. Dann können wir gleich mit der Konfiguration des Gutscheins beginnen. Ich habe hier verschiedene Rabattarten. Wenn ich hier raufgehe, habe ich den festen Warenkorbrabatt. Ich mache einen Gutschein für 20 Euro oder 50 Euro. Einen festen Warenkorbrabatt. Also ich kaufe für 100 Euro ein, gebe einen 20 Euro Gutschein ein und dann zahle ich nur noch 80 Euro. Kann ich machen. Dann wähle ich den festen Warenkorbrabatt aus. Ich kann aber auch den prozentualen Nachlass, den Prozentrabatt eingeben, also 10%. Also wenn ich einen 10% Gutschein habe, bei 100 Euro zahle ich nur noch 90 Euro. Logisch, muss ich Ihnen nicht sagen. Hier kann ich den Wert eingeben, also das wären jetzt 20 Euro. Ich muss hier nicht noch das Prozentzeichen hinzufügen. Oder hier sind es dann 20 Euro, Franken, was auch immer für eine Währung drin haben. Wenn Sie nicht mehr wissen, was dieses Feld bedeutet, haben Sie hier auf der Seite meistens so ein kleines Fragezeichen. Da wird dann, wenn Sie mit der Maus drüber fahren, angezeigt, um was es hier gerade geht. Dann, wenn Sie möchten, dass dieser 20% Rabattgutschein auch mit einem kostenlosen Versand funktioniert, dann können Sie das hier ein- und ausschalten. Denken Sie aber dabei, das müssen Sie dann unter den Einstellungen in WooCommerce unter Versand auch so einstellen, dass ein kostenloser Versand mit Gutschein oder Gutschein möglich ist. Da ist noch eine kleine Einstellung, die ein bisschen versteckt ist, die müssen Sie aktivieren, sonst funktioniert das nicht. Dann möchte ich natürlich, dass mein Gutschein nur eine gewisse Zeit gültig ist. Ich möchte ja nicht, dass in 10 Jahren noch jemand mein 1000 Euro Gutschein einlöst, dann kann ich hier noch eine Begrenzung machen. Also wenn ich hier dann auswähle, Jahr, Monat, Tag, kann ich das machen. Hier müssen Sie einfach aufpassen, vor allem im deutschsprachigen Raum. Wenn Sie da einen Gutschein irgendwie, sagen wir, für ein Jahr begrenzen, dann könnte es Ärger geben mit Gericht. Ich habe da schon Gerichtsurteile gelesen, dass Gutscheine nie ablaufen. Einfach hier vorsichtig sein und lieber mal ein bisschen sukkulant sein, anstatt hier sagen, nein, der Gutschein ist jetzt abgelaufen und dafür rechtliche Probleme bekommen. Ich empfehle euch da wirklich mal kurz einen Anwalt zu fragen, was möglich ist. Wenn ich das gemacht habe, kann ich hier die Nutzungen einschränken. Ich kann hier einen Mindestbestellwert eingeben, also dass der 10 Euro, also der 10% Gutschein oder 10 Euro Gutschein erst ab 200 Euro möglich ist, kann ich hier 200 eingeben. Ich kann es aber auch machen, dass ein Maximalbestellwert drin ist. Also wenn ich einen 100 Euro Gutschein habe und ich mache eine Bestellung mit 1000 Euro, sind 100 Euro nicht so schlimm. Habe ich aber einen Gutschein, sagen wir von 50%, jemand kauft für 10 Euro was, dann ist das ein Verlust von 5 Euro für Sie.
das tut nicht weh. Wenn dann aber jemand ein Produkt kauft, sagen wir für 10.000 Franken und er hat einen 50% Gutschein, dann ja, dann könnte das wehtun, wenn sie dann auf einmal 5.000 Euro weniger Geld bekommen. Aber eben da können Sie das einschränken. Sie können es aber auch auf Produkte beschränken. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ja, Sie möchten ja Ihren Gutschein nur für Autoreifen haben, dann können Sie die Autos, die Komplettautos hier ausschließen. Sobald Sie drei Buchstaben drin haben, wird die Liste durchsucht von Ihrer Produkte und dann wird angezeigt, da überall wird das angezeigt. Ich kann via Kategorien suchen und so weiter. Wenn ich einen Gutschein für einen speziellen Kunden habe, für einen, zum Beispiel Herrn Müller, und ich möchte, dass dieser Gutschein nur für ihn gültig ist, dann kann ich hier direkt seine E-Mail-Adresse machen. Dann ist nämlich dieser Gutschein wirklich nur mit dieser E-Mail-Adresse gültig. Das ist natürlich sehr praktisch. Und ich kann natürlich auch Nutzungsgrenzungen einstellen. Ich kann hier einstellen, dass der Gutschein, ich stelle mir vor, Sie haben jetzt eine Newsletterliste von 10.000 Adressen drin. Sie sagen ja, nur die ersten 100 können mit diesem Gutschein was anfangen. Dann kann ich hier eine Obergrenze dieses Gutscheins einstellen. Also nur 100 Gutscheine, 100 Leute können diesen Gutschein verwenden. Jetzt ist es so, wenn ich hier pro User kann ich auch eine Grenze einstellen. Also wenn ich einen 10-Euro-Gutschein habe, möchte ich ja natürlich, dass der nur pro User einmal gültig ist. Dann kann ich auch hier das einstellen. Aber wenn ich das nicht mache, dann kann ich unbegrenzt diesen 10%-Gutschein zum Beispiel verwenden. Wenn ich zufrieden bin mit diesen Sachen, dann kann ich hier einfach auf Veröffentlichen klicken und zack, der Gutschein ist bereits aktuell aktiv, er kann jetzt verwendet werden. Ich klicke jetzt auf wieder auf Gutscheine, habe hier die Übersicht. Dann empfehle ich es wirklich noch kurz zu checken, ob das wirklich noch funktioniert. Also ich habe jetzt hier einen festen Warenkorb. Also ich weiß jetzt, ich habe jetzt hier für 20 Franken einen Rabatt und hier habe ich für 20% einen Rabatt. Hier sehe ich noch die Beschreibung. Also kann ich es ausprobieren. Ich habe jetzt hier ein Produkt reingelegt, gebe den Gutschein ein und weiß ja, ich habe jetzt hier 20 Franken oder 20 Euro Rabatt drin. Ich kann ihn natürlich wieder entfernen. Ich kann den zweiten auch noch ausprobieren mit diesen 20%. Auch den wähle ich aus. Ich gebe ihn hier ein. Und jetzt sehe ich, jetzt sind es 20%. 10% von 159 sind 15,1. Mal 2 sind 31,80, also stimmt's. So einfach geht es, Gutscheine in WooCommerce zu generieren. Wenn Sie eine Frage dazu haben, stellen Sie mir sie unten in die Kommentare rein. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Geben Sie mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Ich freue mich immer über Bewertungen von diesem Video. Vergessen Sie nicht, drücken Sie die Glocke. Wenn Sie meinen Kanal abonnieren, dann werden Sie immer informiert, was gerade neue oder was gerade für neue Videos veröffentlicht worden sind. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß hier mit diesen Gutscheinen, die Sie jetzt erstellen können. Bis zum nächsten Video. Tschüss und ciao.